Ricardo! Ricardo! Ripley, die Explosion der Anisidora hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Demnächst fallen wir vom Himmel. Ich versuche, die Torrents zu erreichen, aber der Funk ist immer noch gesperrt. Das von Ihnen angedockte Ambulanz-Shuttle ist im Eimer. Die Torrents ist der einzige Ausweg. Unser Schiff. Der Funkspruch von Verlaine wurde gerade aktualisiert. Oh. Hallo, Sevastopol. Bitte um Antwort. Ein Schiff ist gerade an Ihrer Steuerbordseite explodiert und hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Wir können nirgendwo andocken. Sagen Sie uns bitte, was vorgefallen ist. Wir können Überlebende aufnehmen. Ich behalte diesen Kanal offen. Torrents Ende. Schön, dass Verlaine hier geblieben ist. Damit es nicht in den Stich lässt. Finden Sie Ricardo. Hier das Ende einfach, wie ich auch am Anfang sagte. Jetzt sind sie ja schon wieder ein paar Folgen her. Dass alles wieder so ein bisschen in die Länge gezogen wird. Willkommen bei Seeksan Communications. Bitte melden Sie sich an der Rezeption an. Ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Ricardo wird wohl da oben bei dieser Rezeption sein. Bis die Etage hoch. Wir haben Gesellschaft. Der Sicherheitsdienst von Seeksan ist gerade aufgetaucht. Bewaffnet. Nicht auf unserer Seite. Ich musste mich unter einem Tisch verstecken. Hä? Die Torrents. Sie haben die Meldung gehört. Sie wollen sie kontaktieren. Ich glaube, sie wollen sie gewaltsam übernehmen. Können Sie das? Jetzt werden die aufmerksam. Hä? Die ganze Zeit. Man hat ja gerade gesehen, wie gut bewaffnet die sind. Die haben die ganze Zeit keinen Platz hier gefunden. Wieso waren die nicht bei Waits? Jetzt kommen sie. Die Funkverbindung ist immer noch tot. Aber halten Sie sich von ihnen fern. Wir sind gefährlich und verzweifelt. Gut, dass ich mir, als ich von hier entkommen musste, einen Weg gebahnt habe. Jetzt könnte ich theoretisch auch das hier wieder noch öffnen. Das ging ja das letzte Mal nicht. Aber ich brauch's nicht. Nicht notwendig. Orbitalstabilisatoren auf 80% und fallen. Geradeaus durch und damit kann ich nicht da hochmogeln. So. Sind hier nicht willkommen. Schnell. Wäre ich am Anfang aggressiv vorgegangen, hätte ich jetzt gegen alle Sicherheitsleute kämpfen müssen. Und da oben ist ein Speicherpunkt, wenn ich dort oben bin. Wirklich hat gut bewaffnet waren die jetzt doch nicht. Hat die nun. Ne, die hatten eine Waffe. Mein Flammenwerfer war aber schneller. Oh, jetzt bin ich hier oben. Anzeichen von Leben.
Im Spiel ist das als innerhalb eines Tages passiert. Wie viele Stunden ungefähr? Ah, hier war ich ja vor 3 Stunden schon mal. Da sitzt er, der Ricardo. Ripley. Alles klar? Manus Berechtigungen sind doch immer in diesem Terminal gespeichert. Hätten wir die Koordinaten der Torrents, könnten wir die Übertragungsschüsseln manuell ausrichten. Umgehen Sie die Apollo vollständig. Da ist ein Observatorium bei der Kommzentrale, oder? Ja, damit sollten Sie die Koordinaten der Torrents finden können. Ich mache Ihnen die Tür auf. Na, dort, wo wir das erste Mal versucht haben, Elaine zu erreichen. Das ergibt natürlich Sinn. Orbitalstabilisatoren auf 40% und fallend. Und weil er ja gerade sagt, es ist alles rebootet, wird das auch funktionieren. Sind jetzt also die Aufnahme bei 3 Stunden und 9 Minuten. Da ich immer einiges wegschneide, sage ich mal, vielleicht sind wir jetzt bei 2 Stunden 40 oder noch weniger. Das macht bei 2 Stunden 40, sag ich mal so, das sind 160 Minuten, 4 Videos bei je 40 Minuten. Na gut, ich werde es ja so. Ich kann die Abriegelung nicht umgehen. Machen Sie weiter. Das Schiff wartet da draußen auf uns. Apollo lässt mich nicht rein. Ich werde es ja vom Thema abhängig machen. Also, das Nest vielleicht eine ganze Folge. Hier geht's doch nur hoch. Zuerst hört man Geräusche in den Lüftungsschächten. Dann ist Beten angesagt. Du sagst es, denn dann bin ich da. Los, wir schaffen das. Moment, ich glaube, ich habe was gehört. Also die Entscheidung fällt mir nicht schwer. Tja. Ich töte eigentlich keine Menschen, aber die, die mich töten wollen, die töte ich auch. Wo ist das Gesetz?
töten oder getötet werden. Die hätten nicht sterben müssen. Ich laufe so einäugig durch die Gegend. Ich habe gar nicht gesehen, dass es hier auch weitergeht. Alles wieder umsonst. Komisch, dass sich jetzt die Aliens nicht mehr zu Wort melden. Wahrscheinlich war das am Anfang wirklich ein Alien, was es auf uns abgesehen hat. Hier hoch. Und jetzt, weil uns halt keiner, also kein Alien, ja, kennt, keiner uns will, ist halt keiner hinter uns her. Eingabe mit Taste bewegen, angleichen und Eingabe drücken. Sonne. Das heißt, die Sonne, eine Sonne. Sonne, die Sonde, Sonne. Jetzt ist zu. Ach, hier. Die Vierecke müssen im Kreis sein. Nee, außerhalb des Kreises. Hä? So, nee. Kreis muss gleich sein. Hm? Was willst du von mir? Jetzt hat's geklappt. Koordinaten. Okay, Eingaben 35a. Koordinaten der Torrens, 11. Dezember 2137. Nun die andere Seite. Verstanden. Ich gehe nach draußen.
Ach, draußen wieder. Da ist doch so kalt. Okay. Jetzt muss ich mal was sagen, also das wird jetzt die Szene sein, die vor kurzem ein GameStar-Video gezeigt worden ist und ich dachte mir so nur, da berichten sie über Alien Isolation von wegen bester Spielesound und dann zeigen sie eine Szene, wo du noch gar nicht warst und du warst ja schon etwas fortgeschritten. Spoiler! Na gut, jetzt hätte ich sie töten müssen. Da, ich hab's. Naja, ich hätte sie doch nicht töten müssen. Ja, wir werden in den 40 Minuten wohl fertig sein. Das klingt immer so, ich will unbedingt fertig werden mit dem Spiel. Auf einer Seite ist es so, ich habe so viele Spiele, die ich noch machen will. Die im Regal hängen oder... Regal hängen. Im Regal liegen oder... auf Steam. Alien Isolation im Mai angefangen. Mal eine Woche eine Folge, mal eine Woche zwei Folgen, mal eine Woche keine Folge. Außerdem will ich Kevin gucken. Oh, guck mal, wir spiegeln uns gar nicht. Und ich habe halt mal gelesen, man sollte Covenant erst gucken, wenn man das Spiel schon hier gespielt hat. Ein letztes Mal raus. Ich kann nicht rennen. Ich kann nicht schneller. Aber was das für ein Ding ist, das erinnert mich auch an Valerian. Den ich vor kurzem gesehen habe. Natürlich im Kino. Da war das ja wirklich die ISS. Also haben sie schon ein bisschen, ich sag mal, Realität in den Film gebracht. Da ist es. Die Antenne zu richten. Nee, es war fast schon nach oben. Und gleich kommen noch Aliens. Hä? Was war das denn? Die Koordinaten ins Terminal ein. Servolock ein. Parabolantenne in fester Position. Verdammt!
Ist okay, Ripley. Bei den Transmittern gibt es eine Überbrückungskonsole. Warum flüsterst du so? Lesen Sie die Sperre der Parabolantenne. Und wo ist die? Jetzt geht weiter. Und hier ist es so ruhig, da schläft man fast ein. Hier ist es so dunkel. Ich ahne es. Nun wieder nach oben. Sollte ich jetzt bis an dieser Stelle geschnitten haben, vorhin da unten. Ich habe mehrere Minuten gebraucht, um den Schalter noch zu finden. Koordinaten der Torrents eingeben. 35. Wieso passiert nichts? Ah, E drücken. 75. Sonst war es immer Enter. Oh, das war's. Berlin! Sofort rausholen! Ein was? Ich habe keine Zeit für Erklärungen! Bitte, Verlaine!
Wir können nirgendwo andocken, Ripley. Die Station driftet von ihrer Schwerkraftverankerung. Unter dem Raumfahrtterminal habe ich eine Schlepperplattform gesehen, aber die Torrance ist für die Verbindung nicht ausgelegt. Sie müssen die Klemmen der Abschleppplattform von ihrer Seite aus ausfahren. Begeben Sie sich einfach in Position. Ermöglichen Sie der Torrance das Andocken. Oh, plötzlich ist wieder Energie da. Es gibt am Ende bestimmt noch so ein Wettrennen gegen das Alien. Schnell zu Torrance rennen, sonst ist man tot. Dass das aber so langsam vorangeht. Dann war man ja selbst in KOTOR schneller. Gleich habe ich's. Nur noch ein bisschen. Ach, endlich wieder so ein bisschen frei. Die verschwinden von hier. Ricardo? Ricardo, hören Sie mich! Ricardo, bitte komm! Na, super! Also nochmal runtergehen. Schauen, was mit Ricardo ist. Das war knapp. Was ist mit Ricardo? Nee, mit ihm ist ja alles in Ordnung. Der Kontakt ist abgebrochen. Speichern. Ja, ist richtig. Kado müsste noch da sein. Wenn ihm nichts passiert ist.
Ricardo? Oh Gott. Ricardo. Ein Pilzhacker. Oh, scheiße. Sirius! Du hast es gegen meine Babys! Facehugger. Also jetzt müssen wir das Schiff zerstören. Passt. Das war's wohl für dich. Das war's wohl für dich! Ich hab gespeichert!